Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dieser Videoreihe kümmern wir uns um die Fahrtechnik-Grundlagen, die mir wirklich viel weitergeholfen haben und die ich jetzt auch in meinen Kursen vermittle. Diese Fahrtechnik-Basics starten heute und werden dann alle 14 Tage, wie damals beim Thomas zusammen, weitergeführt, sodass alle 14 Tage ein neues Video im Bereich Fahrtechnik online kommen wird. Und die sind teilweise so ein bisschen aufeinander aufbauend. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall da ein bisschen am Ball bleiben. Deswegen lasst direkt schon mal ein Abo da, damit ihr dort nichts mehr verpasst. Aber genug gequatscht, wir starten jetzt direkt los. Im heutigen Video geht es um die Grundpositionen auf dem Mountainbike. Die Grundpositionen sind essentiell wichtig, um ein gutes Fundament zu haben, um darauf weiter aufbauen zu können. Und das ist auch ein Punkt, mit dem wir in den Kursen starten. Es gibt noch ein paar Punkte vorher, aber die möchte ich euch erstmal ersparen. Die könnt ihr dann in den Live-Kursen besuchen. Aber die Grundpositionen sind ein essentielles Fundament, die auf jeden Fall stimmen sollten. Ganz wichtig, es gibt kein richtig und kein falsch. Wenn bei dir andere Sachen funktionieren, ist das auch wunderbar. Aber das sind die Dinge, die für mich einfach einen sehr, sehr schnellen Progress gebracht haben. Legen wir mal direkt los. So, das Allerwichtigste beim Mountainbike-Fahren ist erstmal ja, dass wir im Stehen fahren. Viele Anfänger oder Leute, die bisher nur Touren gefahren sind, die denken so ein bisschen, dass diese Sattelstütze dafür da ist, dass man irgendwie bequemer aufsteigen kann. Die ist aber dafür da, dass wir die, bevor wir bergab fahren, runter machen. Damit wir hier einfach Platz haben, uns frei auf dem Bike zu bewegen und das Bike unter uns frei zu bewegen. Das heißt, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und es gibt tatsächlich Leute, die schon mit dem Stehen auf dem Fahrradfahren am Anfang natürlich Probleme haben, weil sie ihr Leben lang auf dem Fahrrad gesessen haben und der Sattel für sie Sicherheit bedeutet. Und davon müssen wir weg. Außerdem fahren wir beim Mountainbike-Fahren anders, als wie man vielleicht ganz gemütlich im Stadtverkehr fährt, nicht mit einer Pedale unten oder sowas, sondern immer mit den Pedalen parallel. Genau diese zwei Sachen sind aber dann für Anfänger manchmal schon kompliziert. Und da zeige ich euch jetzt eine ganz einfache Übung, die ihr machen könnt, damit die Pedalen parallel bleiben und ihr im Stehen fahren könnt. Und dafür hole ich jetzt so ein bisschen Schwung und ihr fahrt einfach. Und die Aufgabe ist jetzt, dass ihr einfach beide Beine durchdrückt. Weil wenn beide Beine durchgedrückt sind, ihr könnt es ja mal selber ausprobieren, ist es unmöglich, dass ihr ein Pedal hängen lasst. Also dann passiert es hier nicht. Erst wenn wir hier runtergehen, dann kann es passieren, dass hier so ein Pedal hängt. Aber wenn ihr beide Pedale parallel haben wollt, dann hilft es einfach, erstmal die Grundlage aufzubauen, mit gestreckten Beinen zu fahren, weil dann ist es unmöglich, dass ihr ein Pedal unten habt. Die Fußposition auf den Pedalen sind immer hier auf dem Fußballen vorne. Viele am Anfang pedalieren so. Oder wenn ihr Leute auf der Straße seht, dann pedalieren die auch gerne mal so mit der Ferse. Ganz verschiedene Sachen sieht man da. Aber wir wollen später hier viel Bewegungsfreiheit haben. Und damit wir das Fußgelenk genug abknicken können, müssen wir vorne auf der Pedale unseren Fuß platzieren. Das zweite Thema, was wir besprechen werden, ist zentral im Bike zu stehen. Das hast du wahrscheinlich jetzt schon tausendmal gehört, aber was bedeutet das jetzt genau? Ich frage immer gerne die Leute, wo ist denn jetzt der Schwerpunkt im Bike? Und dann sagen die meistens sowas wie, ja, so hier überm Tretlager. Und das ist auch irgendwie richtig, wenn das Bike alleine steht. Aber wo der Schwerpunkt ist, das bestimme ja ich als Fahrer. Das heißt, je nachdem, wie das Fahrrad steht, wenn wir jetzt im Gefälle stehen, dann geht das nicht immer durch den Sattel, wie man jetzt hier so denkt. Sondern es kann dann halt auch mal sein, dass die Linie ganz woanders ist. Das heißt, wie schaffe ich es denn jetzt, dass ich immer zentral im Bike bin? Weil ich habe ja gar keine Zeit, immer nach unten zu gucken. Ist mein Becken jetzt wirklich zentral über dem Tretlager? Dafür habe ich ja einfach gar keine Zeit. Da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Und zwar verteilen wir einfach das Gewicht gleichmäßig auf unsere Pedalen. Wenn das im ersten Schritt schon gut geklappt hat, wenn du einfach nur gerade mit gestreckten Beinen stehst, dann ist der nächste Schritt, dass du es schaffst, auch in mehreren Schrittpositionen bzw. Fußpositionen gleich viel Gewicht zu haben. Als Beispiel, wenn du jetzt, wir können das Fahrrad mal einfach zur Seite stellen,
Wenn ich jetzt hier so stehe, links ist bei mir immer vorne und ich würde jetzt mehr Gewicht nach vorne geben, dann sähe das so aus. Das heißt, mein Becken wandert nach vorne. Dementsprechend, wenn das Fahrrad in der Ebene stehen würde und ich nur nach vorne Gewicht gebe, geht mein Becken natürlich weg vom Tretlager. Wenn ich jetzt das Ganze nach hinten mache, mehr Gewicht nach hinten, seht ihr auch, das ist jetzt auf meinem rechten Bein, bewegt sich mein Becken nach hinten. Das bedeutet, wir müssen es schaffen, gleich viel Gewicht auf beiden Füßen zu haben und lotrecht runtergehen zu können in die Knie. Das ist das Thema, wenn wir in den Grundpositionen sind, braucht ihr das in allen Grundpositionen, weil solange gleich viel Gewicht auf den Pedalen ist, seid ihr auch immer zentral im Bike, beziehungsweise euer Schwerpunkt ist immer genau über dem Tretlager. Egal, ob ihr jetzt in der Abfahrt seid, ob ihr in der Ebene seid, ob ihr bergauf fahrt, total egal. Ihr seid immer zentral, wenn ihr gleich viel Gewicht auf beiden Pedalen habt. Ihr könnt es selber mal überprüfen und mal ausprobieren. Das Wichtige ist, dass ihr jetzt halt trainiert, immer wenn ihr auf den Pedalen steht, wirklich auch gleich viel Gewicht auf die Pedalen zu bringen. Das heißt, wenn ihr losfahrt und immer vom Gefühl her immer darauf achten, dass gleich viel Gewicht auf den Pedalen ist. Das heißt, wirklich hier versuchen zu fühlen, okay, bin ich jetzt gleich viel mit dem Gewicht verteilt auf den Pedalen. Das ist ein essentieller Schritt, den ihr üben müsst und auch trainieren müsst, weil das funktioniert nicht über Kontrolle mit den Augen, sondern über Kontrolle mit dem Gefühl, mit dem kinästhetischen Sinn, unser Tiefenspürsinn. Der ist dafür da, dass ich genau weiß, wie jetzt gerade mein Fuß steht, ist meine Ferse jetzt unten oder ist die oben, ohne dass ich hingucken muss. Und das muss man einfach ein bisschen trainieren, um dafür ein Gefühl zu bekommen. So, wie kann ich aber jetzt noch überprüfen, dass ich zentral im Bike bin? Der nächste Schritt, wie ihr überprüfen könnt, ob ihr zentral im Bike seid, ist, ihr kontrolliert, ob eure Gabel eintaucht und ob euer Dämpfer eintaucht. Und zwar, während ihr fahrt, pusht ihr ins Fahrwerk rein und versucht dabei, gleichmäßig einzufedern. Das heißt, ihr rollt los und geht nur über die Beine, versucht ihr hier Druck aufs Fahrwerk zu bekommen. Ich kann euch jetzt einmal vormachen, wie es ist, wenn es falsch ist. Beziehungsweise, wir haben ja gesagt, falsch und richtig gibt's nicht. Ich mache euch einmal vor, wie es ist, wenn man es anders macht. Das heißt jetzt, ich gebe nur hinten. Jetzt seht ihr auch, nur der Dämpfer taucht ein. Ich zeige es nochmal. Ich gebe jetzt nur Gewicht auf mein hinteres Bein. So, und ich pushe jetzt nur hinten. Jetzt seht ihr, nur hier passiert was. Jetzt im nächsten Test nur vorne. Und zwar ohne, dass ich viel Druck auf den Lenker gebe. Ich halte den Lenker kaum fest. Ich mache das nur über die Füße. Das sieht jetzt natürlich richtig komisch aus in der Fußstellung, weil ich ja vorne jetzt einfach zu viel Druck drauf gebe und dadurch die Pedalen natürlich auch wieder nicht mehr parallel sein wollen. Wenn ich aber mit beiden Füßen gleich viel Gewicht aufs Fahrwerk gebe, dann taucht beides gleichmäßig ein und ich bin automatisch zentral im Bike und habe Druck auf dem Vorder- und dem Hinterrad. Dafür braucht ihr das Ganze. Ich zeige euch jetzt noch einmal die Version, wo ich beides ordentlich mache und ich halte den Lenker nur mit zwei Fingern fest. Das heißt, hier ist kein Druck auf dem Lenker. Ich habe meine Finger wirklich nur draufgelegt und nicht mehr. Und trotzdem taucht Gabel und Dämpfer gleichmäßig ein. Das heißt, viele Sachen, die man früher vielleicht so gesagt hat oder in ganz alten Fahrtechnik-Videos sieht man das oft, dass Leute sagen, hey, ihr müsst hier vorne richtig Druck über den Lenker in die Gabel geben. Das Ganze ist jetzt sozusagen widerlegt, weil ich habe ja nur zwei Finger auf dem Lenker. Das heißt, kann ja gar nicht sein, dass ich den Druck über die Arme gebe, sondern nur über die Pedale, indem ich gleichmäßig Gewicht auf beide Pedalen gebe. Es gibt ganz viele Leute, die denken, wenn wir bergab fahren, dann müssen wir den Arsch hinter den Sattel nehmen oder den Po. Arsch darf man ja nicht sagen. Da möchte ich aber ganz kurz drauf eingehen.
Weil wir sind eigentlich nie jetzt speziell mit dem Arsch, also wir konzentrieren uns nicht darauf, dass wir hinter den Sattel gehen, sondern wir konzentrieren uns darauf, dass gleichmäßig viel Gewicht auf den Pedalen ist. Jetzt stellt euch vor, ihr seid hier. Ich muss mal die Pedale ein bisschen anders stellen. So ungefähr müsste es sein. So. So. Jetzt stehe ich. Na, sind wir parallel? So. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, meine Pedale bzw. die Kurbeln stehen immer noch parallel zum Boden. Das heißt, wenn ich jetzt gleichmäßig auf beiden Pedalen stehe mit dem gleichen Gewicht, wo wäre dann mein Schwerpunkt? Ich blende es euch hier mal ein, weil ich habe gerade keine Hand frei und das schwere E-Bike hier hoch zu hieven. Das heißt, in dem Fall, wenn ich bergab fahre und es steiler wird, kommt sehr wohl mein Po hinter den Sattel. Aber nicht, weil ich nach hinten gehe, sondern einfach, weil ich zentral im Bike stehe und gleich viel Gewicht auf beide Pedalen gebe. Als nächstes, wo wir jetzt alle Grundlagen zu dem Thema erstmal geklärt haben, gehen wir jetzt die wirklichen Grundpositionen durch. Es gibt ja die verschiedenen Positionen, wie man es so nennt, ne? Grundposition, aktiv, voll aktiviert, was weiß ich, schieß mich tot. Diese Sachen sind in einem Kurs für mich immer schwer, den Leuten schnell zu vermitteln. Deswegen bleibe ich immer noch bei diesen Metaphern Gorilla, Spinne und Giraffe, weil die Leute sofort ein Bild im Kopf haben. Das mögen vielleicht viele irgendwie lächerlich finden, aber mir hat es extrem geholfen damals in meinen ersten Kursen. Wenn der Thomas Gorilla reingerufen hat, dann hatte ich ein Bild im Kopf und konnte es sofort umsetzen. Oder Giraffe. So. Wenn ich aber jetzt vom Thomas gehört hätte, so Grundposition, dann würde ich das vielleicht durcheinander werfen. Was ist das jetzt? Das heißt, ich bleibe trotzdem bei diesen drei Dingen, Gorilla, Spinne und Giraffe. Und die möchte ich euch jetzt natürlich auch nochmal zeigen. Wichtig ist, alle drei Positionen bestimmen wir nur über die Beine. Das heißt, über die Kniebeuge, wie wir es gerade eben trainiert haben, mit gleich viel Gewicht auf beiden Füßen. Du kannst dir vorstellen, wenn du im Fitnessstudio wärst und du hättest so eine Hantel am Rücken, da kämst du ja auch niemals auf die Idee, irgendwie auf dem hinteren Bein oder auf dem vorderen Bein mehr Gewicht zu haben, sondern du bist eigentlich immer auf beiden Füßen hast du gleich viel Gewicht, weil das ist ja sonst super gefährlich. Beim Mountainbike-Fahren ist es genau das Gleiche. Ich fahre jetzt hier so ein paar Runden und gebe dir einmal die verschiedenen Positionen durch. Wir starten mit der Giraffe. So, nächste Position von der Giraffe in den Gorilla. Und das letzte jetzt, ganz weit runter, die Spinne. Eine Sache vorweg. Viele Leute glauben, dass wir das so beibringen, weil wir dann immer in dieser Position bleiben. Diese drei Positionen sind aber total fließend ineinander übergehend, sobald wir anfangen, auf dem Trail zu fahren. Das heißt, wir gehen nicht steif in eine Position und bleiben in der, weil das Ganze ist ja ein dynamischer Sport, sondern die gehen fließend ineinander über. Damit das aber funktioniert, müssen diese Bewegungen erstmal im Unterbewusstsein ankommen, weil auf dem Trail hast du keine Zeit, vor allem wenn es in brenzliche Situationen geht, dann schaltet unser Gehirn sofort in einen Notmodus. Und die gerade neu gelernten Sachen, die du vielleicht jetzt durch so ein Video oder einen Kurs gelernt hast, die sitzen vielleicht noch nicht im Unterbewusstsein. Das heißt, das Gehirn schaltet so um in Notfallmanagement und du machst sofort das, was du schon damals irgendwann gelernt hast, was dir aber vielleicht gar nicht jetzt weiterhilft. Das heißt, versuch 1000 richtige Wiederholungen zu machen. Die falschen Wiederholungen zählen dabei nicht. Und erst wenn das wirklich funktioniert, dann ist das im Unterbewusstsein angekommen. Diese Übungen könnt ihr überall üben. Das heißt, es gibt dafür eigentlich keine Ausrede. Und sogar bei schlechtem Wetter auf dem Parkplatz kann man mal eben so ein paar Minütchen investieren. So, der letzte Punkt bei den Grundpositionen ist das Thema Ferse. Da möchte ich nochmal ein einzelnes Video zu machen. Aber grundsätzlich ist oft dafür, dass die Pedalen verloren werden, die nicht abgesenkte Ferse der Grund. Die vordere Ferse, das heißt das vordere Bein, wenn ihr auf dem Bike steht, ist dabei wirklich das Wichtigste. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Anker. Weil hier
braucht ihr den Gegenhalt auch beim Bremsen und bei vielen anderen Bewegungen. Als Anfänger auf dem Mountainbike ist das allerdings gar nicht so einfach, jetzt links und rechts zu steuern und was mache ich da und pipapo. Deswegen sage ich den Leuten gerne, nimm beide Fersen runter. Weil die hintere Ferse ist allein anatomisch nicht so einfach runterzunehmen. Und indem ich den Leuten sage, nimm beide Fersen runter, ist die vordere, weil die ist einfach runterzunehmen, auf jeden Fall unten und die hintere meistens nicht. Das erzähle ich dann den Leuten im Kurs nicht so sehr, aber genau so ist es. Das heißt, ich zeige euch jetzt nochmal die Grundposition, macht die Fersen runter und macht das Ganze fließend und dann haben wir alle Schritte verbunden. Heißt, zentral im Bike, Gewicht auf beiden Pedalen gleichmäßig, danach die Grundposition und die Fersen unten. Ab geht's. So, wir starten eine Giraffe. So, ganz fließend. Und auf die Arme gehe ich jetzt gar nicht so viel ein, weil die folgen einfach nur. Du musst dich gar nicht viel auf die Arme konzentrieren, sondern vielmehr auf die Beine, auf die Füße. Bring dort dein Gewicht hin. So, wir sind am Ende des Videos angekommen. Jetzt heißt es üben, 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 damit das Ganze in dein Unterbewusstsein übergeht. Wenn dir diese Tipps helfen, dann freue ich mich sehr. Wenn du sagst, ich möchte mehr davon, dann besuch mich gerne in einem meiner Kurse. Link findest du immer in der Beschreibung. Es gibt auch noch einen zweiten Tipp, wie man immer checken kann, ob ich zentral im Bike bin. Das kann man auch sehr gut über den Druck in den Pedalen machen. Und zwar den Trackstand. Damit kann man das immer überprüfen. Das ist für alle, die nicht Bescheid wissen, einfach auf der Stelle stehen bleiben. Und das Video kommt in 2 Wochen. Das könnt ihr euch also schon mal im Kalender eintragen und euch drauf freuen. Denn da geht es dann direkt weiter. Lasst ein Abo da, Leute. Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.